Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video, zu diesem geilen Roboter-Drohnen-Bluetooth-Lautsprecher, wie man auch sagen möchte. Ich zeige ihn euch erstmal gleich ganz genau nah an die Cam ran, damit ihr so einen kleinen Einblick über den bekommt. Hardware-mäßig ist mit beiden Klinkenkabeln natürlich, Bluetooth um Handy oder Radio oder Alexa oder so anzuschließen da dran. Also ich bin echt am Überlegen. Das Ding sieht so geil aus. Ich glaube, ich hole mir einen kleinen Echo Dot oder so und schließe den daran an. Denke ich mal. Und ein USB-Kabel zum Laden bzw. USB-C. So, und jetzt werde ich euch das Ding mal von nahen zeigen. Ich klappe mal nochmal die Füße ein. Also ihr kriegt das, wie ihr es im Unboxing gesehen habt, so. Da sind die Füße hier so eingeklappt. Und die könnt ihr dann hier ausklappen. Warte, da war mein Finger dazwischen. So, und dann ist das so ausgeklappt. Und so könnt ihr den hinstellen. Ihr könnt das aber auch kleiner machen, so wie es euch gefällt. Und dann haben wir hier vorne, das soll wohl auch leuchten, das werden wir uns nachher angucken. Hier unten haben wir an der Unterseite haben wir USB-C und den Klinkenanschluss. Die Füße sind hier komplett fest, also die könnt ihr nicht drehen oder irgendwas. Ihr könnt nur das hier reinmachen. Und das war's auch schon, aber das ist eigentlich nicht gerade wichtig. So, hier vorne haben wir das Logo der Firma und den Namen. Und da haben wir die Lautsprechereinstellung, das heißt die Lautstärkeeinstellung. Mit Bewegen können wir laut und leise machen. Was ich sehr geil finde, dass man da keinen Knopf drücken muss. Und passt sich wirklich gut ins allgemeine Design an. Dann haben wir hinten natürlich noch die drei Knöpfe. Ich zeige euch die Drohne gleich nochmal komplett. So, und da haben wir, Moment, muss ich selber erstmal gucken. Aus. Irgendwas rotet. Ich denke mal, das wird an und aus sein. Bluetooth und noch irgendein Knopf. Jo. Seht ihr jetzt schlecht. So, und wie gesagt, das ist vorne. Also hinten jetzt mit den Knöpfen. Das ist die Seite. 09. Was steht da drauf? Sewa. Und auf der anderen Seite genauso. Also das sieht wirklich aus wie so eine kleine Krabbeldrohne, oder? Die irgendwo hin will. Also rein optisch einfach mega geil. Moment. So, das war die Große. Die ist von der Schule nach Hause gekommen. Die haut jetzt so gleich wieder ab. Mit ihrem Bruder auf dem Spielplatz wollen sie, glaube ich. So, ich drehe die Drohne mal um. Ich mach mal so und zoom euch ein bisschen an die Drohne ran. Dann könnt ihr die ein bisschen besser sehen. So, ich habe mir auch mein Handy schon vorbereitet. So, jetzt müssen wir die Drohne erstmal einschalten. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn hier Power? Ah, hier, Power ist hier. Au. Habt ihr das gehört? Wartet mal, ich mach mal nochmal. Also nicht so Standard Bluetooth an. Nein. Hier leuchtet, also ich zeige euch das mal, hier oben leuchtet es. Dann auf der Rückseite leuchtet es hinten. Hier blinkt es sogar. Achso, das ist Bluetooth, blinkend Bluetooth. Das ist für Akku. Und die in die Füße leuchtet es auch. Alle drei natürlich, wartet, da. So, und hier an der Seite leuchtet es. Sieht man es? Ist ein bisschen hell gerade. Und auf der anderen Seite auch. Und da drinne. So. Steht da richtig? Gut. So,
Jetzt werden wir mal unser Handy mit Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden und gucken, was passiert. So, müssen wir erstmal Bluetooth. So, jetzt hat es ein Geräusch gegeben. Ich muss mal kurz zur Seite machen, dass ich das hier sehe. So, neue Geräte suchen. Mein TV finde ich schon mal. Muss ich jetzt einzeln draufdrücken? Stoppen, suchen. Bis jetzt finde ich nur mein TV. Ach, man kann auch das Licht an- und ausschalten, wartet. Gerade gefunden. Ich mache nochmal aus, nochmal an. Es kann nämlich sein, dass ich meinen Fernseher da gerade. Bisschen mit reinhängt, dass der ein bisschen sehr dominant ist. Wartet mal, da muss ich mal kurz. So, da bin ich auch wieder. Das war mein Fernseher, der war ein bisschen sehr dominant. Bluetooth connected kam dann. So. Können wir jetzt hier die Lautstärke einstellen? So, und jetzt machen wir einfach mal was an, wo ich weiß, dass ich die Rechte habe, und zwar Nemesis. Interpret. Nemesis, 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 Nemesis. Da haben wir sie. Böser Zwilling. Ich weiß gar nicht. Feigling, egal was. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst anmachen soll. Mythos Barbarossa mache ich mal. Achso, ich habe Licht ausgemacht. Also ich kann über Handy leise machen. Oder laut. Und ich kann über dieses Touchfeld, was ich euch gesagt habe. Das ist jetzt die lauteste Stufe. Also es geht nicht nur mit Reiben, also dass man einfach sagt hier laut, leise.
funktioniert auch sehr gut. Nein, wir können auch einfach mitten rein machen. Oder hier weiter unten. Ich muss erstmal hingucken, wo ich hindrücke. So, oder wenn wir jetzt hier ziemlich weit oben drücken. So. Also das ist jetzt, wie gesagt, die lauteste Stufe. Einmal in 100 Jahren beginnt er die Augen zu öffnen, um zu sehen, wie er standen. Ich merke auch richtig, wie die Luft rauskommt. Sollten die Raben nicht sein, noch weisen, holt er weiter. Und ihr seht da den auch. Vibriert. Leider seht ihr das gar nicht so richtig, habe ich gerade festgestellt. Also über die Cam sieht man gar nicht, dass das hier vibriert ohne Ende. Das sieht man über die Cam leider nicht so gut. Ich kann euch jetzt auch mal. Jetzt könnt ihr da auch reingucken. Wenn die Kamera das mal fixiert. Machen wir mal so. Und zack, jetzt müsst ihr sie fixieren. Ja. Ich mache jetzt mal lauter, dass ihr da drinnen seht, was passiert. Das sieht man leider auch nicht so gut. Also der Sound ist sehr gut, muss ich sagen. Und rein optisch ist die Drohne einfach ein Knaller, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall mal ein Bluetooth-Lautsprecher, wo man sagt, what the fuck. Wir werden aber jetzt mal und Bluetooth abschalten. So, jetzt ist Bluetooth aus. Es blinkt zwar noch auf. Ich gucke jetzt mal bei Bluetooth-Geräten rein. Ich bin noch verbunden. Okay. Bluetooth disconnected. Bluetooth disconnected. Ja, und jetzt machen wir nochmal, wartet mal. Also der piept jetzt, weil er keine Verbindung hat zum Handy oder zu irgendeinem anderen Bluetooth-Gerät. Und ich mache jetzt einfach mal die Verbindung an, damit er das hört. Bluetooth connected. Und jetzt machen wir wieder aus. Bluetooth disconnected. Und wieder an. Halt, nicht suchen. Bluetooth connected. Finde ich geil. Finde ich saugeil. Aber für die Leute, die jetzt keinen Bock drauf haben, wir können ja auch mal. Ne? Bluetooth disconnected. So, jetzt haben wir mal Bluetooth disconnected gemacht. Ich nehme jetzt einfach mal jetzt die Kabel. Die sind auch wunderschön in dem gesleeften. Also das sind jetzt nicht nur so Standardkabel, also selbst der USB-C-Kabel. Seht ihr das? Das ist ein gesleefter. Auch gut verarbeitet. Hier oben ist gut drin. Auf der anderen Seite auch. Der USB-C-Kabel. Und selbst der Klinkenkabel, der ist gesleeft. Und hat eine sehr, sehr gute Verarbeitung. So, jetzt nehme ich mir den gesleeften. Mach den bei mir hier unten rein. So. Im Handy unten drin. Jetzt gehe ich auf. Da unten seht ihr das zum Laden, das habe ich euch hier schon gezeigt. Und der Klinke. Jetzt machen wir da einfach Klinke ran. So. Finde ich auch gut, dass es unten ist. Das sieht irgendwie aus, als wenn man das dran hat, als wenn der hier irgendwie an so einem Ladeport dran ist oder so. Finde ich optisch cool. Besser als wenn es hinten raushängen würde oder so, die Kabel. So. Und jetzt. Titel. Jetzt mache ich mal egal. Hier haben wir noch was. Das war jetzt.
Ach so, durch meine Kappe hält es nicht richtig. Durch meinen Case hier, was ich hier gerade drum habe. So. Das ist jetzt die lauteste Stufe? Nee, geht noch lauter. Aber ihr hört, auch hier kommt ein guter Klang. Wir können es auch hier direkt am Gerät laut und leise machen. Und natürlich zusätzlich hier am Handy hoch. Also da müsst ihr dann aufpassen. Kannst unten bleiben, Hase, ich bin gleich fertig. So, dann machen wir hier mal aus wieder. So. Können jetzt so rausmachen. So. Ich zoome mal raus. So. So. Also, für mich jetzt so ein kleines Fazit. Also, jetzt werde ich sie erstmal testen. Das ist mal ein Bluetooth-Lautsprecher, wo ich sage, what the fuck. Wie geil. Also, wenn es mehrere Sachen geben würde, wo man das ein bisschen in ein geiles Design packt. Das war mein Handy, weil ich Ton anhabe. Was ich ja sonst nicht habe. Also da können sich einige ein Beispiel daran nehmen, dass man auch ganz normale Sachen in ein geiles Design verpacken kann. Klang ist geil. Kann ich jetzt so im ersten Blick sagen. Bedienung ist sehr leicht. Ich teste das jetzt natürlich noch weiter. Bei Bluetooth-Lautsprechern hatte ich ja letztens auch schon gesagt, da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr euer Handy anschließt per Klinkenkabel oder USB. Ihr könnt am Gerät, wie gesagt, hier ist es hier, laut und leise machen. Die anderen haben meistens einen Knopf, laut und leise, also Plus und Minus. Und ihr könnt es am Handy. Also manche, bei mir hat schon mal mehrere geschrieben, ey, das ist volle Pulle aufgestellt, aber passiert nichts. Ja, dann am Handy. Und dann war es am Handy. Oder Handy war laut, aber hier war leise eingestellt. Und damit könnt ihr das vermeiden. Also ihr habt zweimal laut leise. Ihr könnt es halt hier direkt laut leise machen. Ihr könnt es aber am Handy laut leise auch machen. Wenn am Handy natürlich ganz leise ist, kommt hier kaum was an. Da Handy am besten volle Pulle. Und dann hier könnt ihr dann einstellen. Ja, Mittelmaß. Wir wollen ja die Nachbarn nicht so ärgern. So, jetzt machen wir natürlich nochmal aus, damit wir den geilen Sound hören. Ja, das soll es jetzt zum Hardware-Video erstmal gewesen sein. Ich werde die Bluetooth-Box jetzt erstmal testen. Ich glaube, ich hole mir dann noch demnächst mal so ein Echo Dot. Ey, dann kann ich das im Wohnzimmer schön mit Echo Dot machen. Das ist doch optisch in Hinkicker. Mehr kann ich euch dann natürlich erst demnächst sagen, wenn ich es eine Weile getestet habe. War, ist klar, weil das ist jetzt hier alles blind. Wir haben es gerade erst bekommen, ausgepackt und angeschlossen. Optisch einfach, ich kann es nicht anders sagen, es ist optisch so geil, das Ding. Es ist so geil, selbst wenn man es nicht als Bluetooth-Lautsprecher nimmt, sondern einfach nur anmacht und dann irgendwo ins Regal stellt mit dem grünen Licht. Es ist einfach geil. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Achso, Bimmelglocke nicht vergessen. Ja, und ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Curse.